Na, 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 schade. So. Die Wolfsplage im Dunkelwald. Informiere Jäger Kautzenstein. Dann ist jetzt also der Bär tot, das Weißfell tot. Die anderen Wölfe hier lassen wir ruhig leben. Von mir aus. Und jetzt berichten wir mal Jäger Kautzenstein, zeigen ihm den Kopf des Bären als Beweis. Und das Weißfell bringen wir ihm auch. Da ist er. Gut. Tag, Jäger Kautzenstein. Du sag mal. Ich stehe. Ja, halt's mal. Ich habe die Leitwölfin erlegt und ihr Fell mitgebracht. Außerdem konnte ich den Bären zur Strecke bringen. Ich habe seinen Kopf bei mir. In euch steckt mehr, als der erste Eindruck erahnen ließ. Ich stehe tief in eurer Schuld. Nehmt daher bitte diese 45 Silbertaler als Zeichen meines Dankes für eure Hilfe. Aber den Kopf könnt ihr behalten. Ich habe dafür keine Verwendung. Aber was soll ich denn mit dem Bärenkopf? Ich dachte, ihr wollt ihn. Nein, ich wollte nur sicher gehen, dass ihr den Burschen auch wirklich erledigt habt. Verstehe, aber was mache ich dann mit dem Kopf? Ich habe kürzlich mit dem Wirt Talion gesprochen und er hat mir mitgeteilt, dass er eine Trophäe für sein Wirtshaus wünscht. Vielleicht könnt ihr bei ihm noch eine bare Münze für den Bärenkopf erhalten. Sagt ihr, als alter Jäger könnt ihr mir doch bestimmt etwas beibringen, oder? Wir werden sehen. So, was können wir denn hier zum Beispiel lernen? Hier könnten wir dem Zwerg auch Tierkunde beibringen. Was vielleicht gar nicht mehr so die schlechteste Idee wäre. Aber wir lassen das erstmal vorerst. Ich stehe in eurer Schuld. Was kann ich für euch tun? Ich hab doch noch die Wölfin doch, oder? Warte. Hä? Haben wir jetzt dem das Weißfell auch schon gegeben? Scheint mir so. Na schön. Haben wir auch ordentlich Geld für bekommen. Hier kann ich kurz erklären, es gibt Heller, Silbertaler und Dukaten. 10 Heller ist ein Silbertaler, 10 Silbertaler sind eine Dukate. Und wir haben hier auch wieder eine ganze Menge Steigerungspunkte. Können wir Hiebwaffen? Ne, können wir nicht mehr steigern. Aber jetzt könnten wir zum Beispiel sowas hier steigern. Und weil ich an für sich keine Talente mehr hätte zum Steigern, nehmen wir ruhig mal die Gewandtheit. Und dann können wir noch ein bisschen die Sinnesschärfe steigern. So, bei Rulana, die brauchen wir ein bisschen Selbstbeherrschung. Beherrsche dich! Und die kämpft ja mit Säbel, wenn ich mich nicht irre. Info, Talent, Säbel, das ist ganz richtig. Das machen wir auch mal auf Maximum. Und du kämpfst mit einer Fechtwaffe, da hauen wir auch mal so viel rein, wie wir können. Und dann gehen wir mal nach Avastroi zurück. Zum Erzmagier Rakorium, zur Gauklerkönigin Salina und zum Virtalion, um da halt alles zu berichten, was wir hier so im Dunkelwald getrieben haben. Zum einen bringen wir Dranor zur Salina. Das war ja eigentlich sein Wunsch. Wir haben ihn quasi nur aufgehalten in der Höhle und beim Weißfell. Außerdem treffen wir Meister Rakorium, um das Leumdungsschreiben zu erhalten. Und bei Salina erhalten wir das zweite Leumdungsschreiben wahrscheinlich. Dann haben wir schon zwei und können theoretisch nach Ferdok. Aber wir gehen vorher nochmal zum Virtalion, um den Kopf da abzugeben. Und schauen mal, was wir hier sonst noch so machen können. Vielleicht gibt's ja noch was, wer weiß. Seid gegrüßt! Notre, wie schön euch zu sehen. René, Meister Rakorium. Gut, dass ich euch hier finde. Ihr wart einfach weg. Sicher, das ist bei einem transversales Teleport sehr normal. Euer Gesicht, ich habe es schon einmal gesehen. Was wollt ihr noch gleich? Irgendwas war da doch noch. Das Leumdungsschreiben für den Zöllner. Über das sprachen wir doch in der Höhle. Nodicis Cermantes Causali. Natürlich, hier ist es ja auch, euer Schreiben.
Ich hoffe, Rufus hat euren Namen richtig. Oioioi, ich müsste schon längst in Fairdock sein. Also los, ihr nichtsnützigen Bengels. Rufus, René, festgehalten. Transversales Teleport. Ja. Der kann sich die Namen super merken. Die Einladung eines alten Freundes. Gewinne Rakorium als Fürsprecher. Check. Dann liefern wir nochmal schnell den Bärenkopf beim Vertalion ab. Und vielleicht reisen wir sogar in dieser Aufnahme noch nach Fairdock. Bevor wir nach Fairdock reisen, werde ich jedenfalls eine Aufnahmepause machen. Willkommen im Scharfen Schwert, dem besten Wirtshaus in Avestroy. Ja. Hier ist die Trophäe. Potzblitz, was für ein prächtiges Exemplar. Hier habt ihr eure Belohnung. Ich denke, dass das euren Anstrengungen gerecht wird. Ich werde ihn gleich anbringen. Nun denn, gehabt euch wohl. Und da ist er auch schon, der Bärenkopf. Nicht der Bärenkopf, sondern der Bärenkopf. Na, wer bist du denn? Predo Bento. Einen schönen Tag wünsche ich. Kann ich irgendwie behilflich sein? Ich würde gern was bei euch kaufen. Haarnadeln zum Beispiel. Danke. Und übrigens würde ich auch gerne den Schleifstein kaufen. Danke. Und übrigens, kann ich mir ein paar Fragen beantworten? Nicht so förmlich. Ich bin ein einfacher Krambold und so das höfische Geschwätz liegt mir nicht so. Krambold? Da pflegt er ja eine seltsame Profession. Kannst ruhig Bredo zu mir sagen. Nur ja, ich bin halt ein Krambold oder Kiepenkerl. Ganz so, wie du mich nennen willst. Ich wandere von Ortschaft zu Ortschaft und verkaufe, was ich so hab. Sehr interessant, Bredo. Ich heiße René. Womit handelst du? Oh, mit allem, was die Region zu bieten hat. Und auch Kram von anderswo hat sich schon in meiner Kiepe gemogelt. Kiepe? Was bei Sinde ist denn eine Kiepe? Na, das Holzgestell mit den Beuteln auf meinem Buckel. Das ist eine Kiepe. Da drin ist der Kram, den ich verkaufe. Ich komme so an Örtchen, die du mit einem Wagen gar nicht aufsuchen kannst. Das hört sich doch spannend an. Erzähl doch bitte mehr. Ich erzähle dir die Geschichte vom alten Wilbur Sumpfslock. Sumpfslock. Da weißt du am besten, wie wir Krambolde so sind. Ich bin ganz Ohr. Ja, das will ich jetzt nicht alles vorlesen. Das interessiert letztlich eh keinen. Das Einzige, weswegen ich das mache, ist... Ach, wenn du mir noch einen Gefallen tun willst, René. Was gibt es... Was denn für einen Gefallen, Bredo? Naja, ich habe wunde Füße von vielen Laufen und wollte eigentlich am Bärensee ein paar Einbeeren pflücken. Daraus kann man prima Einbeerensaft machen. Einbeeren, sagst du? Ich habe zufällig ein paar bei mir. Das trifft sich ja hervorragend. Ich bräuchte schon einige. Hast du zufällig 10 Einbeeren, die du mir überlassen könntest? Aber gerne doch. Hier, Bredo, nimm. Wunderbar, nimm zum Dank diese 2 Dukaten. Vielen Dank, mach's gut. Ja, so schnell kann man sich 2 Dukaten verdienen. Und das Witzige ist, von nun an, wo dieses Spiel hier läuft, fängt er an, Einbeerensäfte zu produzieren. Das heißt, wir können ihn mit Taschendiebstahl die Tasche ausräumen und dann Einbeerensäfte klauen. Aber da warten wir natürlich erstmal noch ein bisschen, bis das soweit ist. Also ich habe es selbst nie ausprobiert, aber ich habe es gehört, dass es so sein soll. Und darum würde ich das auch gerne mal ausprobieren. Und ja, Einbeerensäfte heilen den Charakter, sind eigentlich doch recht sinnvoll. Und warte mal, haben wir den? Doch, den Drano haben wir nachher immer noch. Okay, das heißt, wir gehen jetzt erstmal zu Salina und dann nach einer gewissen Zeit werden wir dann dem Bredo Bento mal die Taschen ausräumen und ein paar Einbeerensäfte stehlen, auch wenn wir... Ach, wen habt ihr denn da? Der verlorene Sohn kehrt zurück. Salina, mein Täubchen, lass mich dir erklären, was vorgefallen ist. Was willst du mir erklären? Gib mir zuerst mein Erbstück wieder. Du weißt, was es mir bedeutet. Ach, das hat er doch gar nicht mehr. Das hat er verscheuert, der Stutzer. Ja, ich habe es nicht mehr. Aber ich habe es nicht verkauft. Der Fremde, er hat es genommen. Ach, und hat der Fremde zufällig einen Beutel Dukaten dafür fallen lassen? Salina, bitte glaube mir, ich tat es nur für uns. Wie auch immer, Dranor, du hast mich enttäuscht.
Ich brauche Zeit, bis ich dir wieder trauen kann. Und nun geh, bitte. Aber euch danke ich, dass ihr Dranor gerettet habt. Als Dank sollt ihr meine Fürsprache bei Nandor erhalten. Sollte ihm euer Wort nicht genügen, dann sagt ihm, dass ich sonst ausplaudern werde, was er letztes Jahr am ersten Paios-Tag getan hat. Das wird sie dann ausplaudern. So. Hier hat irgendjemand die nächste Stufe erreicht, ne? Stufe 2, Stufe 2. Stufe 4. Heiden. Nein. Kampftalente, Fechtwaffen, Maximum ausgezeichnet. Du hast die nächste Stufe erreicht, das heißt, wir können bei dir hier auch nochmal die Hiebwaffen einen höher machen. Ich nehme die Sache in die Hand. Und bei dir jetzt auch. Nee, doch nicht. Aber du kannst dich ruhig mal ein bisschen bilden, Rolana. So. Ja, jetzt haben wir unsere zwei Fürsprecher. Und so bleibt uns jetzt eigentlich nur noch nach Ferdok zu gehen. Die Diebeskiste können wir ja jetzt auch öffnen, richtig. Dann öffnen wir die mal kurz. Machen wir. Und dann machen wir uns mal auf den Weg nach Ferdok. Ja, Bredo, dich habe ich nicht vergessen. So, Dranor. Gib alles. Oh. Leichter Wundbrand. Gift. Ja, das heilen wir dir gleich. Ne? So, probier's nochmal. Na los. Schloss geöffnet. Zettel Arbeitsschrein. Eine diebische Aufnahmeprüfung wurde aktualisiert. Bringe die Nachricht zu Runkel. Wird sofort erledigt. Lal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